Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es weiter mit dem VW Passat 3C, Baujahr 2006, 2 Liter Dieselmotor, WMR Motor, 125 kW. Bei dem möchten wir mehrere Buchsen wechseln. Wir haben die Hinterachse schon fertig, je nachdem welches Video jetzt kommt. Hier geht es aber in diesem Video um die Vorderachse, um den Dreieckslenker. Der ist ja gelagert mit solchen Querlenkerbuchsen lagern. Das ist einmal die quasi an der Vorderachse, die hintere und die vordere. Ich habe mir erst überlegt, dass ich vielleicht separat pro Buchse ein Video mache, aber nö. Wir machen in dem Video, wechseln wir beide Buchsen. Nicht nur die Querlenkerbuchsen hinten, sondern auch die Querlenkerbuchsen vorne. Das heißt, der Lenker wird einmal komplett in Stand gesetzt. Ja, Schrauben sind auch neu dabei. Ja, Schrauben. Wichtig. Schrauben natürlich wichtig. Man kann aber auch die alten benutzen. Wichtig. Die richtigen Querlenkerbuchsen müsst ihr bestellen. Es gibt nämlich unterschiedliche Querlenkerbuchsen, wo der Abstand hier jeweils größer oder kleiner ist. Und dann habt ihr das Problem, dass die Querlenkerbuchsen nicht passen. Man hat auch die Möglichkeit, nur die Buchsen, also die Alus, original lassen und die Querlenkerbuchsen umzupressen. Das werde ich aber nicht machen. Wir werden das einmal komplett tauschen. Ja, ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, ob wir separat nur Querlenkerbuchsen in den Alus umpressen sollen, aber ja. Muss ja jetzt nicht sein. Ich denke mal, die meisten werden das eh so machen. Ja, ich würde sagen, bauen wir den Querlenker mal raus. Wichtig. Um diese Buchsen umzupressen, benötigt ihr Umpresswerkzeug, Universal Silent Lager Druck und Zug Hülsensatz. Oder ihr müsst euch irgendwas basteln. Von XXL Automotive zu empfehlen. Das Ganze werden wir jetzt auch in dem Video benutzen für die vorderen Querlenkerbuchsen. Ja, wichtige Kauflinks unten in der Videobeschreibung und für den Koffer allgemein alle Werkzeuge von XXL Automotive bekommt ihr 10%. Unten auf den Link klicken ist dann schon automatisch mit drinne. Und ja, ich stelle euch das Werkzeug gleich mal kurz vor und sage euch dann auch die Nummer, die ist auch unten aufgelistet. Dann könnt ihr euch das Ganze reinziehen, weil wir haben die auch für die Hinterachse benutzt. Aber das Video war dann wahrscheinlich schon online und wenn nicht, einfach auf dem Kanal gucken oder wir blenden das ein, je nachdem. Ich würde sagen, bauen wir das Ganze mal aus. Los geht's. Das macht. Und wie gesagt, das Ganze ist von XXL Automotive. Ist unten verlinkt, 10% Rabatt. Und was gibt es dazu eigentlich noch zu sagen? Natürlich ist es, mit dem Set könnt ihr mehrere Buchsen pressen. Wir benutzen das jetzt in dem Fall für den VW Passat hier in dem Video. Aber ich denke mal, das wird schon öfters zum Einsatz kommen. Das ist ein universelles, wo halt mehrere Sets sind, um das Ganze vernünftig umzupressen mit so einem Guckloch. Um zu gucken, dass die Buchse auch schön gerade geht. Unterschiedliche Gewindestangen von M10 bis M16 und M18 sogar. Was auch gelagert ist, leichter drehen zu können. Was ganz wichtig ist, zum Auspressen kommt es natürlich immer auf die Buchse drauf an, aber Auspressen ist manchmal immer schwierig, muss man immer ausprobieren, weil manchmal sind die Buchsen so fest, dass man sich die Gewindestangen kaputt macht. Deswegen bei dem Passat werden wir das Ganze rauskloppen. Und ja, ist eine Investition wert. Und wir werden das jetzt unten nicht verlinken, sondern die Nummer werde ich euch einmal, wir werden die Nummer unten stehen haben, weil ihr über den Link kaufen müsst, um diese Prozente zu bekommen. Das ist der 117 908, den ich in diesem Video benutze. So sieht das Ganze aus. Das Problem, was wir haben, ist diese Schraube hier, die jetzt schon etwas runterhängt, ist schwierig rauszubekommen. Warum? Wegen dem Getriebe. Motorlager haben wir abgeschraubt,
Getriebe hochgedrückt, reicht nicht. Achse etwas abgesenkt und dann reicht das Ganze, um diese Schraube abzuschrauben. Wo löst ihr die Achse? Diese Schraube. Diese Schraube. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. Diese Schraube habe ich komplett abgeschraubt, die anderen habe ich nur gelöst. Und das reicht dann aus, um diese Schraube rauszubekommen. Das ist ein Automatikgetriebe. Beim Schaltgetriebe bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie es ist. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Und dann bekommt ihr das Ganze hier auch ab. Und die Querlenkerschraube natürlich. Also die und die jeweils pro Seite. Drei Stück. Dann kommt die Achse ein bisschen tiefer. Für Schrauben ansetzen, dass das Ganze... Achsvermessung muss natürlich gemacht werden. Das bedeutet, die und dann können wir den restlichen Teil, dann kommen wir auch schon bequem dran, die drei Schrauben abschrauben und die drei Muttern abschrauben. Mit einer 18er Nuss. Und mit einer 16er Nuss. Dann kommt uns der Lenker schon entgegen und mit der 16er Nuss die Muttern abschrauben. So, die Buchsen ist eine leichte Geschichte. Hier haben wir das Ganze schon ab. Sieht man auch, wie rissig die sind. Ja, macht jetzt keinen Fokus, weil ich den Fokus hier drauf habe. Das hier ist was ganz Spezielles. Um diese Buchsen zu wechseln, machen wir das Ganze doch mal so. Auf der Seite ist die Buchse noch einigermaßen, auf der anderen Seite war sie extrem ausgeschlagen. Deswegen wechseln wir das auch auf der Seite. Vorher müssen wir die Buchse bearbeiten. Und zwar müssen wir Folgendes machen. Das Ganze einmal hier so abschneiden. Mit einem Cuttermesser oder wie auch immer. Mit einer Flex. Damit wir die Buchse ansetzen können. Das Größere. Damit die Buchse da reingehen kann. Beziehungsweise rausgepresst werden kann. Und dann können wir das Ganze einmal durchdrücken. Tief angesetzt, aber sollte eigentlich durchkommen. Er ist genug Platz, probieren wir das mal. Ja, der wird die nicht gerade drücken. Wenigstens schon mal reinbekommen. Und
Das müsste dann schon ausreichen. Nicht so ganz ideal, aber hat geklappt. Und dann haben wir die Buchse raus. Dann das Ganze sauber machen und die neue einpressen. Das Ganze musste ich hier ein bisschen universell anpassen, weil die Buchse hier viel zu groß war und das Ganze hier nicht zwischengepasst hat. Und jetzt können wir das Ganze einmal durchdrücken. Flup, da haben wir es gehört. Ideal wäre es, wenn man oben und unten noch solche 10er Nuss ansetzen könnte. Ist noch nicht ganz durch. Die Buchse können wir auch nachher, beziehungsweise den Querlenker können wir auch nachher reinmachen, damit der uns nicht stört. Wichtig ist es hier, das Ganze mit der Schraube hinzubekommen. So, hier ist einmal drauf gesprüht und dann können wir den hier ansetzen.
So, die Schrauben bekommen 50 Newtonmeter plus 90 Grad. Die Schraube bekommt 70 Newtonmeter plus 180 Grad. Und die Muttern bekommen 100 Newtonmeter. Und ganz wichtig, diese Schraube festziehen, wenn das Fahrzeug auf dem eigenen Gewicht steht. Und die Schraube bekommt 70 Newtonmeter plus 180 Grad. Ja Leute, und so in etwa könnte das Ganze aussehen, wenn man die Querlenker vorne wechseln möchte. Und die Newtonmeter-Daten von dem Motorträger haben wir bei dem Partikelfilter mal erwähnt. Deswegen guckt einfach mal Partikelfilter VW Passat Formatik oder VW Passat Turbolader, da haben wir das eventuell, da müssten wir das eigentlich erwähnt haben. Ja, und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, weitergeholfen hat, natürlich richtig Krampf auf der Seite, das Ganze mit dem Getriebe, aber machbar. Und ja, deswegen, wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben mit dem Schaltgetriebe, ob es dort einfacher ist oder schwieriger ist, wer die Erfahrung gemacht hat. Werden wir aber auch noch klären. Deswegen, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Tschüss!